Hallo und willkommen hier zur dritten Folge Forest Frontier auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir natürlich schön unser Dorf ausgebaut und ich würde sagen, wir machen direkt mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar bauen wir unsere Obstplantage aus. Schön mit Apfelbäumen. Also ich würde das jetzt erstmal so machen. Apfelbäume. Dann würde ich Pfirsichbäume. Können wir ja hier oben auch direkt mal. Birnbäume. So, dass wir dann quasi von allen ein bisschen haben. Dann machen wir nochmal ein paar Apfelbäume. So, haben wir die jetzt gepflanzt? Perfekt. So, was sagt denn hier die Fruchtbarkeit? Nicht Attraktivität, Fruchtbarkeit. Ich würde nämlich, glaube ich, gerne hier oben. So, und dann würde ich hier sogar direkt mit dem ersten Feld beginnen. Es muss ja nicht gleich so ein großes sein. Vielleicht so. So, wie groß können wir es denn bauen? So, das scheint maximale Größe zu sein. Ja, dann machen wir es so, dass wir da dann schon mal die ersten Landarbeiter haben, weil das Feld vorzubereiten, das dauert eine ganze Weile und Gott, da haben wir erstmal wieder genug, da brauchen wir nicht mehr so viele. Die Schule wird gebaut. Sehr schön. Viele freie Arbeiter haben wir? 11. Können wir hier ein bisschen hochnehmen. So, der Handelspost ist dann auch gleich fertig. Tongrube, läuft die schon? Produziert die schon? Ja, die produziert schon. Stellen wir mal noch einen ein. Da ist auch unser Handelsposten. Da seht ihr es. Ja, das ist relativ kompliziert gemacht. Wenn man es erstmal verstanden hat mit dem Handel hier, ist das eigentlich relativ gut und auch machbar. Wir müssen halt jetzt quasi erstmal unsere Sachen aus den Lagern in den Handelsposten bringen, was wir verkaufen wollen. Da würde ich einmal ein bisschen davon nehmen. Machen wir mal 100 Einheiten. Jetzt transferiert er das quasi hier rüber. Und sobald das dann im Lager ist, können wir es dann verkaufen. So, von dem Ton würde ich auch erstmal 50 machen. Dann kann er das nach und nach rüber transportieren. Hier 15 von den Schuhen, die bringen eigentlich immer gut Geld. Klamotten bringen Geld. Genau. Holz haben wir nicht genug. Kräuter brauchen wir selber. Gut. Und da seht ihr schon, hier sind jetzt die ersten Händler eingetroffen. Und die sagen uns jetzt, was sie wollen. Also das sind hier quasi die Gegenstände, die sie haben. Und das sind die Gegenstände, die wir haben. Die Sachen hier oben, wo der Pfeil quasi nach rechts geht, das sind die Gegenstände, die sie kaufen wollen. Also die grünen Pfeile zeigen uns quasi an, dass das ein sehr guter Preis ist. Rote Pfeile zeigen uns an, dass es ein schlechter Preis ist. So, und ihr seht hier, der Händler Nummer 1 hat eigentlich nichts, was wir wirklich bräuchten. Dann gucken wir mal bei dem Nummer 2, ob wir dem irgendwas verkaufen können. Nein, auch nicht. Irgendwas kaufen hier schwere Werkzeuge, aber dafür haben wir noch nicht genug Geld. Also schwere Werkzeuge müssen wir am Anfang mal einkaufen. Aber das bringt uns natürlich nichts, wenn wir noch kein Geld haben. Also wir müssten dem jetzt quasi irgendwas verkaufen. Aber ich habe jetzt leider nichts, was ich ihm verkaufen könnte. Bisschen Steine. Ach so, nee, ich habe ja kein Geld. Gut. Hat sich erledigt.
Sehr schön. Ja, hier werden dann hergestellt im nächsten Jahr. Und hier geht es dann auch weiter. Sehr gut. Achso, genau. In der Schule und im Heilkundlaus, das sind Gebäude, da können nur ausgebildete Arbeitskräfte arbeiten. Also, ah, funktioniert doch. Super. Und nicht jeder. Deswegen, wenn ihr das mal habt, quasi, dass ihr die Schule baut und dann weist sich hier kein Lehrer zu, ist mein Trick eigentlich einfach mal alle hier rausnehmen und als erstes Lehrer und Heilkundler zu ordnen und dann findet sich im Normalfall eigentlich immer jemand, der das machen kann. Oder der das macht. Reh wird gesichtet, sehr schön. So, was sagt denn jetzt die Attraktivität? 28, 29 ist es hier am Anfang. Was brauchen wir denn? Wir brauchen 30. Okay, das sollte doch eigentlich möglich sein, fortsetzen. Wenn wir jetzt hier noch ein Heilkundlerhaus hinsetzen, weil ich glaube, das erhöht auch die Attraktivität. Genau. Da können wir die Bauern mal freigeben und die Sammler auch. Dass wir hier ein bisschen das Ganze, was hier zugewiesen ist, noch zum Abholzen. Noch abgeholzt wird und abgebaut wird. Und genau. Dass das mal einfach mal erledigt wird. So, die Händler sind wieder verschwunden. Lebensmittelhändler. Ich würde dann hier drüben auch den nächsten Marktplatz hinsetzen. Kann ich nur eigentlich hier dann hinsetzen. Genau, und da seht ihr schon Hausbaustelle. Unser erstes Stufe 2 Gebäude. Das gucken wir uns am besten jetzt auch direkt einfach mal an. So, der hebt da den Weg aus. So, aber vorher müssen wir jetzt Sammler wieder zuweisen und die Bauern wieder zuweisen. Ah, da hinten wird das nächste gebaut. Und noch mehr, also jetzt geht's hier ordentlich voran. Ja, natürlich haben sie die jetzt da hinten als erstes fertig gebaut. Da sind sie, die Stufe 2 Gebäude. Genau, Stufe 3 brauchen wir dann schon deutlich mehr Attraktivität. Aber das sollten wir hinkriegen. Was sagt die Attraktivität hier? Ja, das wird... Ein neuer Händler ist eingetroffen, sehr schön. Gucken wir gleich mal. Wir dem irgendwas verkaufen können. Nee, können wir natürlich nicht. Doch, hier können wir unsere Fellmäntel Gegenstände verkaufen. 650, das ist natürlich sehr gut. So, und dafür könnten wir ein bisschen, kaufen wir mal ein bisschen Backsteine. Schade, dass wir noch keinen haben, der unsere Töpferei Sachen haben möchte. Ich würde hier unten auch schon mal anfangen, eine Mauer zu bauen.
Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Schon mal die Mauer bauen. Ein neuer Händler ist eingetroffen. Gucken wir mal. Ja, und auch zu einem sehr guten Preis. Alles weg. So, dann haben wir hier Tiere. Die sind natürlich immer sehr teuer. Aber da würde ich auch noch warten. Also die würde ich jetzt noch nicht kaufen. Da kaufen wir lieber noch ein paar Steine ein. Aber nicht viele, ein paar nur. Den Sammelplatz, ne, den... Das machen wir nicht. Fährt Wagen. So. Aber so die Mauer erstmal fertig. Hier würde ich auch eine Verteidigungsanlage bauen. Das ist ein kleiner Turm. Mal gucken, ob wir uns den leisten können, aber ich denke mal. Jetzt wird noch genügend abgebaut. Ja, ihr seht es auch hier oben, also das Feld vorzubereiten, das dauert halt wirklich, wirklich lange. Also da muss man mit 2-3 Jahren eigentlich rechnen, deswegen fange ich damit immer sehr gerne schon frühzeitig an. Ich werde jetzt mittlerweile mal den zweiten zuweisen. Ja, Dorfbewohner geboren, sehr schön. Jetzt ja produziert. So, wir können auch mal gucken, es gibt hier oben, hatte ich nämlich letztens gesehen, jetzt vor der Aufnahme. Gucken wir einfach mal uns die Statistik ein bisschen an. Bericht für die letzten 12 Monate. So, jetzt müssen wir mal gucken, das ist hier Nahrungsproduktion. Waren- und Materialproduktion, okay. Infos. Okay. Nahrungsproduktion, produziert, Verbrauch, verdorben. Import, Export, gestohlen, Wildtiere. Aha. Gesamtmenge. Die ist, wie ihr seht, relativ... So, Menschen sind in deinem Dorf angekommen. Sie haben vor, einzuwandern. Natürlich, da sind sie. Naja, gut, gucken wir mal. Der Händler macht sich wieder auf den Weg. Kriegen wir jetzt einen kleinen Wachturm. Die hat sich jetzt quasi einen Bogen geholt, eine Waffe geholt. Und jetzt bewacht sie hier quasi in diesem Umkreis. Wird jetzt zurückgeschossen. Gut. So, das ist alles gut noch. Ja, wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt. Dass unsere Felder fertig werden. Das wäre jetzt noch wichtig. So, dann Köhlerei brauchen wir nicht. Rüstungsschmiede brauchen wir noch nicht. Töpferei haben wir schon. Weberei brauchen wir noch nicht. Können wir noch nicht machen. Genau, stimmt. Imkerei. Aber dafür brauchen wir einen Acker. Gut. Seife. Stellen wir Seife her. Nee, das machen wir nicht. Das wäre Quatsch, den jetzt zu verbessern. Hier oben muss ein neuer Brunnen hin.
bauen wir hier mal alles ab in der Stadt an Holz. Das brauchen wir alles nicht. Ist alles weg. Haben wir dann über irgendwo einen schönen Wald? Hier hinten. Weil, dann könnten wir hier bei Ressourcen, haben wir nämlich hier Arbeitscamp. Stellt uns das nämlich ein paar bisschen Holz jetzt nebenbei schon her. Und ich denke mal, das sollte auch gut sein, dass wir da halt immer ein bisschen was in Reserve haben. So, der Fischer stellt gut her. Ja, jetzt ist jetzt erstmal warten hier drauf. Also dann. Wo steht die Flamme? Gucken wir uns mal an. Jetzt rennen die hier zum Brunnen. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht, muss man wirklich sagen. Also bis jetzt finde ich das Spiel sehr, sehr schön. Ich muss auch sagen, performancemäßig ist es auch noch völlig okay. Also es ist jetzt noch nicht ab und zu mal ein kleiner Ruckler. Aber jetzt noch nicht weltbewegendes. Und ja. Genau. Und dann gucken wir mal, dass wir auch eine ausgewogene Ernährung hier hinkriegen. Ich würde nämlich sagen, dass wir das Feld dann als erstes für Getreideproduktion nutzen. Wir können hier eigentlich auch schon mal einen Zaun drumherum ziehen. Der Zaun ist deswegen wichtig. Wenn ihr keinen Zaun um eure Felder baut oder besser gesagt die nicht abgrenzt, wie auch immer, bietet sich ja Zaun eigentlich an. Kann es passieren, dass Wildtiere auf euer Feld gehen und sich quasi freuen, dass ihr ihm denen ein schönes Mahl vorbereitet habt. Es geht halt hier echt langsam voran, also es ist einfach schlimm. Schlimm, schlimm. Machen wir noch eine zweite Obstplantage. So. Dass unsere Dorfbewohner mehr Obst bekommen. Seife wird hergestellt. Also mal gucken. Aber bestimmt noch ausreichend haben. Lagern die das jetzt alles hier ein oder können sie mal wieder zurückfahren? Oder wird das direkt dahin gebracht? Füllen wir mal den Handelsposten wieder auf. Ich möchte jetzt mal wissen, wie viel haben wir Leder, Felle, besser gesagt. Felle haben wir nicht mehr so viel, bräuchten aber für Fellmantel bräuchten wir noch ein bisschen mehr. Gut, wir haben wieder den Winter, heißt Sammler weg, Bauern weg. Und ich würde hier jetzt noch einen Jäger hinsetzen. Um noch ein paar Fellmäntel zu generieren, herzustellen. Wie auch immer wir das nennen wollen.
viele Häuser haben wir mittlerweile schon von aufgewerteten 6 Stück. Wann hängt's hier? Attraktivität. Warum haben die hier so eine hohe Attraktivität? Bringt der Brunnen Attraktivität? Ja. Aha, interessant. Wir können ja auch mal Dekoration mal gucken, was wir hier so hinsetzen können. Machen wir das einfach mal so. Setzen wir da mal einen kleinen Park schon hin. Um die Attraktivität zu erhöhen. Bin ja auch gespannt, wann die ersten Plünderer hier kommen werden. Transportiert ein bisschen Stein, okay. Woran hängt's? Fehlende Munition. Bist du hier der? Ja. Fehlende Munition. Ich habe noch 220 Munition. Wie kann denn das fehlen? Also, hab dich mal nicht so. So, hier oben, das wird gebaut. Hier, die Mauer wird auch weiter gebaut. Und da kommt ein neuer Händler. Sehr schön. So, Sammlerbauern wieder hin. Und hier werden wir mal wieder ein paar einstellen. So, ein Händler ist eingetroffen. Sehr schön. Das werden wir los. Schwere Waffen. Werkzeuge. Perfekt. Nehmen wir mal 3. 3 reichen. Was hat der hier? Schuhe. Sehr schön. Und das war's. Und Sachen, die wir ihm verkaufen können. Aber wir können mal ein bisschen ein paar Steine einkaufen. 20 Stück. Nehmen wir mal. Machen wir mal. 30 Stück. Na, so. Beute steht in Flammen. Oh, unsere Obstplantage. Die Äpfel verbrennen. So, ich würde sagen, wir machen das hier wieder genauso. Und wenn wir das erledigt haben, würde ich auch die Folge für heute beenden. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Jetzt machen wir trotzdem das hier noch fertig. Das geht ja relativ gut. Auch wieder eine höhere Nahrungsproduktion. So, perfekt. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.